Das Leben auf der Erde. Fünfmal schon wurde es durch globale Naturkatastrophen fast vollständig ausgelöscht. Alles, was wir heute auf der Erde sehen, ist aus einem oder auch mehreren Vorfällen eines Massensterbens hervorgegangen. Wir sind die Nachfahren der Überlebenden. Nach jeder Katastrophe sichert eine Handvoll Überlebender die Zukunft einer neuen Generation und einer neuen Welt. Das waren radikal andere Organismen als heute mit erstaunlichen Formen. Aus jedem Massensterben gehen große Gewinner hervor, die sich zu dominanten Arten entwickeln. Die Geschichte wiederholt sich, nur die Hauptdarsteller wechseln. Wie sahen die verschwundenen Welten aus? Welche Katastrophen haben sie hinweggerafft? Wie ist es unseren frühen Vorfahren gelungen, fünf Massensterben zu überleben und die Welt zu schaffen, die uns heute umgibt? Fast alles, was jemals existiert hat, ist ausgestorben. Das erste der fünf großen Sterben ereignet sich vor fast 450 Millionen Jahren. Zu diesem Zeitpunkt existiert bereits eine große biologische Vielfalt, die sich über einen langen Zeitraum entwickelt hat. Die Geschichte des Lebens auf der Erde, sie beginnt vor 3,5 Milliarden Jahren. Dafür bedarf es ganz bestimmter, vielleicht sogar einzigartiger Bedingungen im Universum. Und zu diesem Zeitpunkt sind sie ideal. Das Leben findet überall seinen Platz. Auf der Erde, im Wasser und in der Luft. Aber es ist sensibel. Manchmal reicht eine Temperaturänderung von wenigen Grad aus, um sein Gleichgewicht zu stören. Genau das geschieht vor 450 Millionen Jahren. Während der erdgeschichtlichen Periode des Ordoviziums befinden sich die Kontinente eher im Süden der Erdkugel. Es ist durchschnittlich etwa 2 Grad wärmer als heute. Von eisbedeckte Landmassen gibt es so gut wie gar nicht. Und der Meeresspiegel liegt einige hundert Meter über seinem heutigen Niveau. Es gab keine Pflanzen an Land und deshalb auch keine Landtiere. Wäre man also im Ordovizium herumgelaufen, hätte es vielleicht ein paar Flechten oder Pilze gegeben. Einige Bakterien, aber keine Pflanzen, kein terrestrisches Ökosystem. Unter Wasser sieht das ganz anders aus. In den riesigen Ozeanen existieren seit Milliarden von Jahren Bakterien. Sie entwickeln sich zu ganz außergewöhnlichen Kreaturen. Das Leben boomt förmlich. In den Ozeanen ist richtig was los. Im Ordovizium erscheinen sogenannte Trilobiten, Gliederfüßer, die aussehen wie kleine Asseln. Sie haben Augen, Beine und einen gegliederten Körper, mit dem sie sich am Meeresboden fortbewegen. Ihre Nahrung besteht aus organischem Material. Außerdem gibt es Korallen, allerdings andere als heute. Und es gibt Krinoiden, die zwar aussehen wie Pflanzen, es sind jedoch Tiere. Sie verankern sich am Meeresboden, haben einen langen Stiel und oben einen Kelch, der ihren Weichkörper schützt. Der weist schon Mund, Magen und Anus auf. Mit ihren langen gefiederten Armen filtern sie Plankton aus dem Wasser.
In der Welt des Ordoviziums ist es noch das Privileg einiger weniger Tiere, sich fortzubewegen. So gibt es erste Fische mit Wirbelsäule, die genau das können. Oder diese längst ausgestorbenen Kunodonten, die an kleine Aale erinnern. Bis zu 10 Meter lang werden die Kopffüßer. Sie lassen sich im Wasser treiben, bis sie auf Beute stoßen. Das waren üble Meeresraubtiere. Stellen Sie sich vor, Sie schwimmen da draußen und werden von einem Kalmar verspeist. Also umgekehrt, der Kalmar verspeist Sie. Millionen von Jahren existiert das Leben in den seichten Gewässern rund um die Kontinente. Doch aus einem noch unbekannten Grund sinkt die Temperatur der Meere um etwa 5 Grad. Eine Abkühlung mit enormem Einfluss auf den gesamten Planeten. Ein wichtiger Kreislauf ist unterbrochen. Das Wasser aus dem Meer verdunstet nicht mehr, um dann als Regen auf die Erde niederzugehen. Es sammelt sich in riesigen Eisflächen. Mit dem Wachsen des Eises sinkt der Meeresspiegel. Für die Organismen im flachen Meeresökosystem verringert sich in einer solchen Kälteperiode der Lebensraum, denn er wird zu Eis. Sie können aussterben. Eine menschliche Zivilisation, wahrscheinlich hunderte Zivilisationen, hätten über einen Zeitraum von vielleicht 10.000 Jahren davon gar nichts bemerkt. Denn das Sinken des Meeresspiegels und das Wachsen der Eisflächen, das sind extrem langsame Prozesse. Nach der ersten Kältewelle steigen die Temperaturen wieder an. Das Eis schmilzt, der Meeresspiegel steigt. Die Lebensräume der Pflanzen und Tiere ändern sich erneut von Grund auf. Für bereits geschwächte Organismen kann dies das Ende bedeuten. Diese Klimaschwankungen führen zum ersten großen Massensterben der Erdgeschichte. Zwar sterben die dominanten Gruppen dieser Zeit nicht vollständig aus, doch viele sind so stark dezimiert, dass sie sich nie wieder erholen. Am Ende des Ordoviziums sind 85% aller Arten komplett von der Erde verschwunden. Paris, Naturhistorisches Museum. Es beherbergt eine große Fossiliensammlung. Sie erinnert an diese verschwundenen Welten. Das Massenaussterben ist eine Periode in der Erdgeschichte, in der die Artenvielfalt fast ausgerottet wird. Und das in einer relativ kurzen Zeitspanne. Natürlich sprechen wir im geologischen Maßstab von Hunderttausenden, sogar Millionen Jahren. Loïc Villiers Forschungsobjekt ist der Nautilus, auch als Perlboot bekannt. Er gehört zu den Kopffüßern und ist einer der Überlebenden des Ordoviziums. Seine heutige Spiralform hat er damals allerdings noch nicht. Seine Schale ist langgezogen und er kann sich fortbewegen. Wie konnte der Nautilus überleben, obgleich sich seine Umwelt dramatisch veränderte? Am Ende des Ordoviziums vernichtete der fallende Meeresspiegel den Lebensraum im flachen Wasser entlang der Kontinentalsockel. Wer sich fortbewegen konnte, war im Vorteil. Er konnte dorthin ausweichen, wo er mit den veränderten Lebensbedingungen zurechtkam.
Der Nautilus zum Beispiel, sowohl der aus dem Ordovizium als auch der von heute, kann schwimmen. Allerdings gibt es im Ordovizium nur sehr wenige Arten, die ihrem Lebensraum entfliehen können, um einen geeigneteren zu suchen. So verenden die meisten am Boden verankerten Lebewesen, bis auf ein paar Ausnahmen. Die Krinoiden sind am Meeresboden befestigt. Einmal ausgewachsen, können sie sich nicht mehr fortbewegen. Was machen sie also? Sie nutzen die Zeit, in der sie als Larve herumschwimmen. Keimzellen und Spermien werden bei den Krinoiden in das freie Wasser abgegeben. Die Larven bewegen sich dann 2-3 Wochen lang im Plankton mit. Setzen sie sich in einer für sie günstigen Umgebung am Boden ab, entwickeln sie sich gut. Ist dies nicht der Fall, sterben sie. Auf diese Weise können Krinoiden auf veränderte Umweltbedingungen reagieren. So haben sie, ähnlich wie der Nautilus, das Ordovizium überlebt. Die Migrationsbewegungen der Arten sind immer ein Wettlauf gegen die Zeit. Anpassung ist ein langsamer Prozess. Besonders in Gebirgsregionen kann man das heute gut beobachten. Pflanzen und Blumen, denen es im Tal zu warm wird, wandern die Hänge hinauf in größere Höhen, wo es kühler ist. Man findet sie heute an Stellen, wo sie zu früheren Zeiten noch nicht gedeihen konnten. Inzwischen haben sie sich an niedrigere Temperaturen angepasst. Mit ihnen kommen Insekten und kleine Nagetiere, die sich von ihnen ernähren. Doch diese Migration hat ihre Grenzen. Je höher der Berg, desto geringer seine Fläche. Für die Tiere ist das ein Problem. Irgendwann reicht der Platz für große Populationen nicht mehr aus und sie nehmen stark ab. Bei einem Klimawandel kann Mobilität das Überleben sichern. Zu den wenigen Arten, denen das geglückt ist, gehört der Knochenfisch. Er hat das große Massenaussterben am Ende des Ordoviziums überlebt. Prozent aller Arten fallen dem Klimawandel zum Opfer und verschwinden für immer von der Erde. Nicht so der Knochenfisch. Er findet einen Weg zum Überleben und spielt so eine ungemein bedeutende Rolle für die Evolution. Seine Nachkommen bilden neue Arten. Aus dem Knochenfisch entwickeln sich alle Wirbeltiere. Auch der Mensch. Ohne ihn hätte es keine Dinosaurier gegeben. Ohne ihn gäbe es keine Vögel. Keine Säugetiere, keine Schlangen. Und wir? Wir wären auch nicht da. Zwischen den großen Massensterben entwickeln sich unzählige Formen und Arten von Leben. Jede Gattung, jede Art zweigt sich auf zu einem riesigen Stammbaum, dem Baum des Lebens. Es gibt immer Gewinner in der Lotterie des Aussterbens. Und wie auch immer die Überlebenden sind, dort erfolgt die nächste evolutionäre Explosion. Das Aussterben auf dem Planeten Erde ist ganz simpel. Die Überlebenden sind die Gewinner und ihre Nachkommen bevölkern die nächste Zeitspanne. Nach einem Massenaussterben ist die Welt nicht dieselbe wie zuvor. Sie verändert sich. Einige 10 Millionen Jahre nach dem großen Sterben im Ordovizium beginnt ein neues Zeitalter. Das Devon. Eine neue Welt, in der sich Pflanzen und Tiere in ungeheurer Vielfalt entwickeln. Und auch in diesem neuen Erdzeitalter gibt es neue Beutetiere und neue Jäger.
Was die Meere angeht, da sprechen wir vom Zeitalter der Fische. Sie haben sich weiterentwickelt und es sind ganz schöne Riesen entstanden. Einer der größten Fische ist der Dunkleosteus. Der Dunkleosteus ist ein riesiger Panzerfisch und ein gieriger Räuber. Er steht an der Spitze der Nahrungskette. Die meisten anderen Tiere zählen zu seiner Beute. Er attackiert sogar seine Artgenossen. Im Naturhistorischen Museum von Paris ist der Kiefer eines Dunkleosteus ausgestellt, als Abguss in Originalgröße. Ein beeindruckendes Modell. Seine Beißkraft muss gewaltig gewesen sein. Der Paläontologe Gaël Clément ist Experte auf dem Gebiet der Placodermi, der Panzerfische, wie der Dunkleosteus. Dieses Tier gehört zur Gruppe der Placodermi. Sie haben dicke Knochen unter der Haut. Hier sehen wir spitze Kieferknochen, keine Zähne. Die gab es damals noch nicht. Es sind wirklich die Kieferknochen, die so spitz zulaufen. Damit wurde die Beute gerissen und zerkleinert. Die Panzerung ist fast wie eine Rüstung über dem Schädel und dem Brustkorb. Und wenn man bedenkt, dass dieses Tier 9 oder 10 Meter lang werden konnte, dieses Modell hier ist im Maßstab 1 zu 10. Schädel, Brustkorb und man sieht den sehr kräftigen und muskulösen Körper, mit dem er in den Meeren des Devons auf Beutejagd ging. Die Entwicklung von Kieferknochen ist ein wichtiger Schritt in der Evolution. Denn mit der Möglichkeit, Nahrung zu zerkleinern, wächst auch das Nahrungsangebot. Manche Tiere weideten nur kleine Algen ab, andere knackten Schalentiere und Gliederfüßer. Sie hatten eher eine Zwischengröße. Dann aber gab es die Raubfische, Wirbeltiere wie Dunkleosteus, der größte und stärkste, das Mega-Raubtier der Panzerfische. Doch auch der Dunkleosteus existiert nur noch in Museen. Sein Verschwinden von der Erde ist ebenfalls Folge einer Naturkatastrophe, diesmal an Land. Dort ist das Leben anfangs noch nicht so vielfältig wie heute. Moose wachsen auf Felsen. Farne und Bäume sprießen aus dem Boden. Zu Beginn des Devons gab es an Land nur ein paar ganz kleine Gewächse, am Ende ganze Wälder. Es entsteht ein Lebensraum an Land, den wir von seinem Aussehen wiedererkennen würden. Diese neue Natur setzt einen wohlbekannten Kreislauf in Gang. Durch die Blätter der Bäume kommt es zu vermehrter Verdunstung von Wasser. Das ist der Beginn der großen Regenfälle. Die Flüsse spülen organische Überreste aus der Vegetation in die Meere, was dort den Sauerstoffgehalt des Wassers sinken lässt. Dazu kommen starke Vulkantätigkeit und eine allgemeine Abkühlung des Klimas, auch der Wassertemperatur. Dadurch schwinden die Nahrungsressourcen der Meeresbewohner. Sie finden in ihrem Lebensraum nicht mehr genug zu fressen. Die Nahrungskette gerät aus dem Gleichgewicht. Das bekommt auch das hungrigste Raubtier des Devon zu spüren. Der Dunkleosteus hat nichts mehr zu fressen.
Eine Hypothese besagt, dass die Panzerfische schon recht stark auf eine bestimmte Art von Nahrung spezialisiert waren. Manche brauchten eine besondere Algensorte, andere ganz bestimmte Schalentiere. Auch die großen Räuber wie Dunkleosteus waren abhängig von ganz bestimmten Beutetieren. Wenn sich die Lebensbedingungen abrupt änderten, riss das Lücken in die Nahrungskette mit fatalen Folgen. Denn die spezialisierten Tiere konnten nicht einfach auf Alternativen umsteigen. Eine solche Krise führt zum Aussterben einzelner Arten. Die Störung der Nahrungsketten ist eine typische Folge von Umweltkrisen. Organismen sind voneinander abhängig. Ein aktuelles Beispiel dafür ist das stete Schrumpfen der Wälder in Schottland. Die Bäume hier werden längst nicht mehr nur von Menschenhand gefällt. Ihr Verschwinden ist eine direkte Folge davon, dass hier ein ganzes Ökosystem aus dem Gleichgewicht geraten ist. Diese Hirsche haben keinen natürlichen Feind mehr, denn der letzte Wolf wurde im Jahr 1680 geschossen. Ungestört fressen sie seither jeden Schößling, jeden jungen Trieb, den sie finden. So folgt der Ausrottung des Wolfes von Menschenhand der Rückgang der Wälder, 3 Jahrhunderte später. Der Mensch mit seinem wachsenden Holzbedarf ist der schlimmste Schädling. Er hat den Großteil des Waldes auf dem Gewissen. Die Krise im Devon, sie ist fatal. 3/4 der Meeresarten sterben aus. Außerhalb des Wassers entwickeln sich die Wälder zu einem wahren Paradies. Für die, denen der Weg dorthin gelingt. Das jedoch ist gar nicht so einfach. Die meisten Tiere leben noch im Wasser. Es gab eine Vielzahl an Fischen, die sich in seichten Gewässern tummelten. Sie hatten lappenartige Flossen. Wenn Sie sich Fossilien dieser Fische anschauen, dann sehen Sie bereits kleine Knochen am Flossenansatz. Aus dieser Abstammungslinie der Fische haben sich irgendwann Amphibien entwickelt. Wenn die gewohnte Nahrung nicht mehr vorhanden ist, besteht eine Überlebensstrategie darin, den Speiseplan zu ändern. Der Tiktaalik ist ein amphibienähnlicher Fleischflosser und Nachfahre des Knochenfisches, der das große Massensterben des Ordoviziums überlebt hatte. Er besitzt einige Merkmale, die ein Leben an Land möglich machen. Neben den Kiemen für die Atmung im Wasser auch eine Lunge, um an der Luft überleben zu können. Und 4 robuste Flossen, die sich zu Beinen entwickeln werden. Im Devon entwickeln sich die Wirbeltiere von reinen Fischen im Wasser- und Meeressystem zu Landfischen. Im Grunde sind es Fische, die laufen gelernt haben. Während der Sauerstoffgehalt in den Meeren immer weiter sinkt, hebt die erste Fischart ihren Kopf aus dem Wasser. Die Sarcopterygii, Fleischflosser, sind auch Nachkommen einer Art, die sich dem vorangegangenen Massenaussterben widersetzen konnte. Diese Tiere überleben das zweite große Sterben, wenn auch auf ganz andere Weise. Sie verlassen das Wasser, wagen sich an Land und eine neue Zeitperiode beginnt. Im Perm entwickeln sich große Bäume. Dank der Photosynthese füllt sich die Luft mit Sauerstoff. Grundbedingung für das Leben an Land. Gleichzeitig nähern sich die Kontinente einander an,
und bilden einen Superkontinent. Pangaea. Den Landtieren eröffnen sich unendliche Weiten und Welten. Das eigene Gewicht aus dem Wasser zu heben und sich an Land zu bewegen, erfordert enorme Kraft. Zudem variiert die Temperatur der Luft stark im Gegensatz zu der des Wassers. Innerhalb eines Tages sind Schwankungen von bis zu 40 Grad möglich. Die Gorgonopsia, säugetierähnliche Reptilien, sind die ersten, die Eier mit harter Schale legen. Damit sind die Nachkommen besser geschützt. Die ersten Landtiere bewegen sich auf vier Beinen. Man nennt sie daher auch Tetrapoden. Sie sind die Vorfahren der großen Reptilien, der Dinosaurier und der Säugetiere. Die Tiere aus dieser Zeit sehen aus wie große Leguane mit einem riesigen Rückensegel, einer Verlängerung der Rückenwirbel. Wahrscheinlich diente das Segel dazu, das andere Geschlecht zu beeindrucken oder die Hitze abzumildern. In Richtung Sonne gedreht, konnten die Tiere so ihr Blut erwärmen oder von der Sonne weggedreht, kühlen. Auch wenn die Pelikosaurier mit den beeindruckenden Rückensegeln ihnen ähnlich sehen, mit den viel später lebenden Dinosauriern sind sie nicht näher verwandt. Neben den Pelikosauriern leben die Dicynodontia. Diese sehen nach heutigen Maßstäben eigenartig aus. Massige Vierfüßer mit einem Schnabel und zwei stoßzahnähnlichen Zähnen. Diese benutzen sie zum Herausreißen von Wurzeln aus dem Boden. Das ist ihre Nahrung. Doch selbst gigantische Pflanzenfresser können noch mächtigeren Raubtieren zum Opfer fallen. Wie zum Beispiel dem Titanophoneus, dem riesigen Mörder. Das Reptil wird bis zu 5 Meter lang. Und die Ozeane? 100 Millionen Jahre nach dem Ersticken der Meere entwickelt sich dort eine neue Fauna. Tauchen im Perm hätte einfach Spaß gemacht. Die Ozeane waren voll von unglaublichen Kreaturen. Korallen, Kopffüßer, die Fische waren nun viel größer und es gab die ersten Haie. Eines der erstaunlichsten Tiere war dieser Helicoprion. Er hatte eine Zahnreihe, die spiralförmig im Unterkiefer saß. Schloss er sein Maul, war das wie eine Schneidevorrichtung. So zerteilte er seine Beute in zwei Hälften und verschlang sie. Fossilienfunde von Zähnen lassen vermuten, dass der Helicoprion bis zu 12 Meter lang werden konnte. Die Arten entwickeln sich im Perm explosionsartig. Sowohl an Land als auch im Wasser. Tiere und Pflanzen besetzen zahlreiche ökologische Nischen. Und doch naht auch für diese Welt der Untergang. Die bis dahin verheerendste Naturkatastrophe wird 90% aller Arten verschwinden lassen. Eine Apokalypse, die die Erde, das irdische Paradies, für Jahrmillionen in eine Hölle verwandeln wird. Im heutigen Sibirien hat sich vor etwa 250 Millionen Jahren alles verändert. Der sogenannte sibirische Trapp ist eines der gewaltigsten Naturphänomene der Erde. Entstanden aus Millionen von Kubikkilometern Magma, die jahrtausende lang die Erde überfluten. Gleichzeitig setzen die endlosen Vulkanausbrüche viel schädliches Gas frei. Nur wenige Arten überleben diese tödliche Kombination. Die Zusammenhänge von Vulkanismus und ökologischen Krisen lassen sich besonders gut in Island erforschen. Das kleine Land hat seine eigene, viel jüngere Vulkangeschichte. Wir treffen dort den Geologen Patrick de Wever.
Das hier ist Sai-Lava. Man nennt sie so, weil sie aussieht wie Seile. Diese Form ergibt sich, wenn Lava sehr flüssig ist. Wir finden sie in Island, auf Hawaii und natürlich in Sibirien. Der sibirische Trapp ist durch die gleiche Art von Vulkanismus entstanden, nur war das dort sehr viel gewaltiger. Aber es ist die gleiche Art von Gestein, das bei 1000, 1200 Grad geschmolzen ist. Dazu kamen dann noch die Gase. Island entsteht vor etwa 20 Millionen Jahren, als Vulkane im tiefen Atlantik beginnen, Lava zu spucken. Noch heute gibt es dort Dutzende aktiver Vulkane. Die Insel besteht zu 80% aus vulkanischen Basalten, die im Westen rund 16, im Osten etwa 13 Millionen Jahre alt sind. Für Geologen ist Island mit seinen Lavafeldern, Geysiren und heißen Quellen ein einziges großes Freiluftlabor. In fließender Lava befinden sich Blasen und diese enthalten Gase. Denn bei einem Vulkanausbruch entweichen sowohl Magma als auch unterschiedliche Gase: Wasserdampf, Schwefeloxide, Kohlendioxid. Man weiß, dass Wasserdampf einen Treibhauseffekt hat. Er führt zur Erhöhung der Temperatur. Kohlendioxid ebenso. Die Schwefeloxide wiederum haben zwei Effekte. Zum einen verursachen sie sauren Regen, zum anderen schirmen sie Sonnenstrahlen ab. Das führt zum Sinken der Temperatur und, weil die Sonne fehlt, zur Verringerung der Photosynthese. Also gibt es weniger Pflanzen. Manche sterben ganz aus. Für viele Tiere wird damit die Nahrung knapp. Sie verhungern. Und auch die Fleischfresser finden dann keine Beutetiere mehr. Island ist auch der Schauplatz des verheerendsten Vulkanausbruchs der noch jungen Menschheitsgeschichte. 1783 fließen monatelang Lavaströme aus dem Laki-Vulkan. Bis heute prägen sie das Gesicht der Landschaft. Durch giftigen Ascheregen und die anschließende Kältewelle mit Temperaturen bis zu minus 26 Grad Celsius sterben Tiere und Pflanzen. Es kommt zu Hungersnöten. Experten schätzen, dass weltweit mehrere hundert Millionen Menschen den Folgen des Vulkanausbruchs zum Opfer fallen. Hier begannen 1783 die Vulkane zu brodeln, entlang einer Erdspalte. 135 Vulkane zur selben Zeit. Sie haben Lava gespuckt. Die gleiche Lava wie beim Sibirien-Trapp. Eine direkte Folge war, dass hier 50% der Tiere eingingen. Kühe, Pferde. Das hatte natürlich Konsequenzen für den Menschen. 20% der Bevölkerung starben. Aber die Auswirkungen der Eruptionen betrafen nicht nur Europa. Sie reichten bis in den Norden der Vereinigten Staaten. Hier in Island wurden 12 Quadratkilometer Land von Lava bedeckt, die 1000 Meter dick war. Zum Vergleich, der Sibirien-Trapp misst 4 Millionen Quadratkilometer, eine Fläche so groß wie Frankreich. Und die Schicht ist 6.000 bis 7.000 Meter hoch. Hier floss die Lava 9 Monate, in Sibirien 1 Million Jahre lang. Bedenkt man den Effekt des isländischen Ausbruchs allein auf Europa, ahnt man die Folgen von Sibirien für den ganzen Planeten. Das Massenaussterben zwischen Perm und Trias ist die Mutter allen Aussterbens. Viele der Tiere, die während des gesamten Paläozoikums existiert haben, verschwinden komplett, wie die Trilobiten.
Und viele andere Meeresbewohner, die die vorangegangenen Katastrophen überlebt hatten, schaffen es nicht. Und doch gibt es auch dieses Mal wieder Lebewesen, die der Katastrophe trotzen und so die Entwicklung neuen Lebens ermöglichen. Im Osten Chinas, 160 Kilometer südöstlich von Shanghai, liegt Maishan. Für Paläontologen ein bedeutender Ort. Eine natürliche Felsfassade, die die unglaubliche Widerstandsfähigkeit des Lebens würdigt. Die Sedimente, die sich im Laufe der Zeit in Schichten abgelagert haben, erzählen die Geschichte des Massenaussterbens zwischen Perm und Trias. Und so wird der Ort auch genannt, Perm-Trias-Grenze. Die Schichten unterhalb der orangefarbenen Linien stammen aus der Zeit vor der Krise. Sie stecken voller Fossilien. Die Schichten darüber stammen aus der Zeit danach. In ihnen scheint das Leben verschwunden zu sein. Professor Chen ist Paläontologe an der Universität von Nanjing. Er hat diese Forschungsstätte mit aufgebaut und für Paläontologen aus aller Welt geöffnet. So kommt die französische Wissenschaftlerin Sylvie Casquin seit 10 Jahren immer wieder nach Maishan. Sie ist auf der Suche nach dem Geheimnis der Wesen, die das Massenaussterben des Perm überlebten. Wir können an diesem Felsen hier sehen, wie groß der Artenreichtum damals war. Die Meerestiere haben in dieser Zeit noch überlebt und existierten bis zu den letzten Minuten des Perm. Hier können Sie das sehen. Und dann sterben sie aus. In den 1980er Jahren finden Paläontologen in den oberen Schichten winzige Kieferknochen kleiner Tiere. In diesem Bereich haben wir Fossilien gefunden. Insbesondere sehr kleine Fossilien von Conodonten. Für uns die Leitfossilien, Hindeodus parvus. Hindeodus parvus, das ist ein kleines Stück aus dem Kiefer eines primitiven Wirbeltieres. Ein Kegelzahn. Er misst gerade mal 1 Millimeter. Die Nachbildung hier oben auf dem Obelisk ist 2000-fach vergrößert. Für den Geopark hat er eine große Bedeutung. Wir sehen ihn hier überall, auf allen Mauern. Das Kieferstückchen eines Conodonten, denkmalähnlich auf der Spitze einer Säule in Szene gesetzt. Es ist ein Symbol für den Neubeginn des Lebens. Zentralchina. Sylvie Casquin und ihre Kollegin Marie-Béatrice Forel sind zu einer Expedition aufgebrochen, auf der Suche nach Fossilien. Vor 10 Jahren haben sie schon einmal hier gegraben, damals mit Erfolg. Nun hoffen sie auf weitere Funde. Doch ihr letzter Besuch ist lange her. Und die frühere Fundstelle ist schwierig zu lokalisieren. Laut GPS sind wir am richtigen Ort. Die Vegetation hat sich stark verändert. Es gibt keine Terrassen mehr. Da, ich sehe Felsnasen. Sehr schön. Makrofauna, Schnecken und Armfüßer. Sehr schöne Korallen. Ah,
Ja, sehr schön. Sehr vielfältig. Hier sind wir definitiv im oberen Perm. Ich denke, die Trias liegt knapp darüber. Die beiden Paläontologinnen hoffen auf weitere Funde in der Nähe. Immer noch Perm. Die Forscherinnen vergleichen Lebewesen derselben Gruppe vor und nach der Krise. So können sie herausfinden, wie diese sich an eine Welt angepasst haben, die nach zehntausenden Jahren der Vulkanausbrüche nahezu ohne Sauerstoff war. Da drüben sehe ich Kalkstein. Ich schaue im oberen Teil. Hier sind wir noch im Perm. Es gibt viele Fossilien. Ziemlich große Brachiopoden. Wir sehen die Rippen ihrer Schalen. Das beweist, es gab Leben. Gut entwickelt. Mal sehen, wie es da oben aussieht. Schöne mikrobielle Strukturen. Hier vielleicht ein letzter Permstreifen. Man müsste ihn aufbrechen, um sicher zu sein. Da irgendwo verläuft die Grenze. Hier sind eine ganze Reihe Muscheln, relativ groß für die Zeit. Haben Sie die Grenze gefunden? Ja, sie verläuft hier, wo wir erst nicht sicher waren. Aber das hier ist schon Trias. Man sieht Mikrobialiten. Dann verläuft die Grenze unterhalb. Zwischen Perm und Trias gibt es einen sehr brutalen Wechsel in der Tierwelt. Das heißt, dass alle Tiere, die wir hier sehen und die ja schon recht groß sind, Muscheln, Brachiopoden, abrupt verschwinden. Ein Wechsel von einer Welt, an die diese Lebewesen sehr gut angepasst waren, in eine andere, viel stressiger für die Organismen. Eine Probe der Grenzschicht. Nummer 47, früheste Grenze. Für den Fortbestand einer Art, damit Gruppen sich entwickeln und Katastrophen überstehen können, braucht es ein großes Anpassungspotenzial. Ich glaube, das hier sind Muschelkrebse. Wirklich? Muschelkrebse, das sind tolle kleine Schalentiere mit einer enormen Anpassungsfähigkeit. Sie konnten sich an die widrigsten Bedingungen anpassen, die je auf der Erde herrschten. Schicht für Schicht nehmen wir Stichproben von den Mikroben. So können wir die Proben mit denen anderer Fundorte vergleichen. So können wir die Grenze etwas präziser lokalisieren. Genau. Die einzige Möglichkeit zu überleben: Adaption. Anpassung an die neuen extremen Bedingungen. Von Generation zu Generation müssen sich die Arten immer weiter verändern. Pripyat in der Ukraine. Eine Geisterstadt. Früher lebten hier 50.000 Menschen. Seit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 ist Pripyat verlassen von den Einwohnern. Der Reaktor war nur 4 Kilometer von der Siedlung entfernt. Trotz der immer noch hohen Strahlenbelastung kämpft sich das Leben hier zurück. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass einige Bäume die Chemie ihrer Zellen verändert haben, um so ihr Erbgut, ihre DNA zu schützen. Manchen Organismen gelingt es offenbar, sich selbst an solch lebensfeindliche Bedingungen anzupassen. Die Sperrgebiete um Tschernobyl bieten einige Beispiele.
In Paris versucht Sylvie Cresquin herauszufinden, welche Anpassungsstrategien den Muschelkrebsen das Überleben sicherten. Ich untersuche Muschelkrebse aus der Zeit ganz am Ende des Perm, ganz knapp vor dem großen Massenaussterben. Sie sind maximal 450 Mikron groß, also einen halben Millimeter. Eine durchaus angemessene Größe für einen Muschelkrebs aus der Endphase des Perm. Hier haben wir ein Exemplar aus dem Beginn der Trias, also wirklich in der Überlebensphase. Man sieht, dass es mit 250 Mikron nur etwa halb so groß ist wie die Exemplare aus der Endzeit des Perm. Kurz nach der Katastrophe waren die Lebensbedingungen natürlich extrem stressig. Man geht davon aus, dass sich die Muschelkrebse in einen Sparmodus setzten, um weniger Energie zu verbrauchen. Sie fuhren ihren Stoffwechsel herunter, wurden kleiner, produzierten kleinere Eier und der Reproduktionszyklus verkürzte sich. Eine Beobachtung, die typisch ist für das Paläozoikum. Das große Massenaussterben am Übergang vom Perm zur Trias löscht 95% aller Arten aus. Die wenigen Überlebenden existieren zunächst nur auf einem sehr niedrigen Level weiter. Und dennoch, ist die Linie einer Art nicht komplett unterbrochen, besteht die Möglichkeit der Regeneration. Sie kann sich diversifizieren und neue Arten hervorbringen. So wie die Seeigel. Sie zählen zu den Gewinnern des dritten großen Massenaussterbens. In den Kellerräumen des Naturhistorischen Museums von Paris sind Hunderte von ihnen konserviert. Seeigel gibt es heute in großer Vielfalt in den Ozeanen. Wir stehen hier nur vor einer Auswahl. Wir kennen etwa 1000 verschiedene Arten. Unter ihnen findet man eine enorme Vielfalt an Formen, Verhalten, Lebensweisen und Lebensräumen, von der Küste bis in die Tiefsee. So verschieden sie auch sind, haben sie doch auch viele Gemeinsamkeiten. Die Stacheln zum Beispiel, die haben alle, aber sie unterscheiden sich. Diese hier sind dick und kräftig, diese lang und dünn. Die Stacheln stammen von einem gemeinsamen Vorfahren, der, wie wir heute wissen, vor etwa 250 Millionen Jahren existierte. Also am Übergang vom Perm zur Trias. Möchte man mehr über die Form heutiger Seeigel wissen, muss man die Stacheln entfernen. Dann sieht man, dass die Form ganz ähnlich ist wie die der Seeigel aus der Trias. Die Form hat sich kaum verändert. Sie ist gewissermaßen uralt. Unter den Seeigeln, die so aussehen wie diese hier, gibt es eine Art, die sich Myocidaris nennt. Sie ist die einzige, von der man weiß, dass es sie vor und nach der Perm-Trias-Krise gab. Alle Seeigel hier sind Nachfahren dieser Art. Ein einziger Überlebender und eine solch große Vielfalt, die sich diversifizieren konnte. Der Seeigel hat das große Massenaussterben überlebt. Heute, 250 Millionen Jahre später, kennen wir etwa 1000 Arten. Er bevölkert alle Meere der Erde und es gibt ihn seit rund 480 Millionen Jahren. Wie entstehen neue Welten aus dem, was von alten Welten übrig ist? Wer kommt zuerst zurück? Wer hat die besten Überlebenschancen? Ist ein Wald niedergebrannt, gehören Insekten zu den ersten Tieren, die die zerstörte Landschaft neu bevölkern.
Sie ziehen die Tiere an, deren Beute sie sind. Und sie verteilen Samen aus Gebieten, die vom Feuer verschont blieben. Pflanzen beginnen zu wachsen. Das Leben kehrt zurück. Nach ein oder zwei Jahrhunderten hat sich ein Wald vollständig erholt. Doch ein Massenaussterben betrifft die gesamte Erde. Nach einem globalen Ereignis, einer erdumspannenden Katastrophe, bleibt nichts, wie es war. Neue Arten entstehen und mit ihnen neue Ökosysteme. Und das braucht Zeit. Jahrhunderte reichen da ebenso wenig wie Jahrtausende. Eine neue Welt entsteht erst nach Millionen von Jahren. Nach dem großen Sterben am Ende des Perm entsteht eine völlig andere Artenvielfalt. An Land entwickeln sich die wenigen Überlebenden der Tetrapoden zu Reptilien, Dinosauriern und Säugetieren. Unaufhörlich verzweigt sich der Baum des Lebens. Es gibt unendlich viele neue Linien und Verästelungen. Millionen Jahre später, zu Beginn der Trias, gibt es unzählige neue Arten. Das Leben ist zurück in einer schier unglaublichen Vielfalt. Die Trias ist eine Zeit enormer Innovationen. Am Ende des Perm war das Leben praktisch ausgelöscht. Es begann wieder bei Null. In der Trias entwickelt sich alles weiter, verzweigt sich und bildet neue Formen und Details aus. Das führt zu wirklich coolen, seltsamen Tieren in der Trias. In den Ozeanen beginnt die Zeit der Meeresreptilien. Riesige Fischsaurier ziehen mehr als 100 Millionen Jahre lang durch die Meere. Immer auf der Suche nach Beute. Korallen und Riffe breiten sich wieder aus. Ammoniten, die Kopffüßer mit der großen Formenvielfalt, vermehren sich ebenso wie Seeigel und Seesterne. Weltweit sind heute etwa 1600 rezente Arten von Seesternen bekannt. Rezent, das heißt heute lebend oder vor kurzem ausgestorben. Die ersten Flugsaurier erscheinen auf der Bildfläche. Fliegende Reptilien. Und auf der Erde machen sich in den Nadelwäldern schwergewichtige, gepanzerte Pflanzenfresser breit. Mein Lieblingslandtier in der Trias ist der Aetosaurus, die Adlerechse. Sie sieht aus wie eine riesige Eidechse, groß wie ein Krokodil. Mit einem dicken Brustpanzer wie beim American Football. Aber ihr Maul und ihre Zähne sind winzig. Also ein Tier, das sich dick gepanzert hat, um herumzulaufen und an der Vegetation knabbern zu können. So viel Lärm um nichts. Diese Panzerung ist ein Zeichen für die Existenz von Raubtieren, vor denen sich der Aetosaurier schützen muss. Der Zylophysis zum Beispiel. Vermutlich jagt er in Gruppen. Auch wenn er einer der ersten Dinosaurier ist, so dauert es noch viele Millionen Jahre, bis die Riesenechsen die Erde beherrschen. Ihre Hochzeit beginnt nach dem nächsten großen Massenaussterben. Erst dann haben sie freie Bahn.
Vor 200 Millionen Jahren spalten sich Europa und Afrika vom amerikanischen Kontinent ab. Der Atlantische Ozean entsteht. Die Erde erlebt erneut eine Zeit mit großer Vulkanaktivität. Das ist das vierte große Massenaussterben. 75 bis 80% aller Arten werden ihm zum Opfer fallen. Besonders hart trifft es die Riffe. Forscher gehen hier von einem Biomasseverlust von 95% aus. Aber auch dieses Mal geht das Leben auf der Erde weiter. Die Dinosaurier überleben, die Säugetiere überleben, die Flugsaurier überleben. Diese Abstammungslinien wetteifern nun miteinander. In der südafrikanischen Provinz Freestaat erinnern Felsen an eine Welt, in der die Erde von gigantischen Tieren dominiert wird, wie wir sie heute nicht mehr kennen. Ein extrem spannendes Gebiet für Forscher. Der Paläontologe Jonas Schwanier von der Witwatersrand-Universität in Johannesburg ist mit seinen Studenten auf der Suche nach Dinosaurierfossilien aus der Trias und des Jura. Sie erhoffen sich Antworten auf die Frage, was geschah am Übergang von einer Periode in die nächste? In akkurater Feinarbeit untersucht das Team die Gesteinsschichten. Immer sehr vorsichtig, damit sie ein mögliches Fundstück nicht aus Versehen beschädigen. Wenn man Schichten abträgt, ist es besser, seitwärts vorzugehen. Geht man vertikal vor, riskiert man, etwas zu zerstören. Also immer seitwärts, Schicht für Schicht. Je höher man kommt, desto mehr nähern wir uns unserer Zeit. Die oberen Schichten sind jünger und die ganz oben die jüngsten. That's gonna be fine. I think we're gonna be fine. It'll come out. Während die Studenten weiter das Fossil aus der Trias ausgraben, macht sich der Paläontologe auf die Suche nach Gestein aus dem Jura. Hier möchte er später graben. Seine Mitarbeiter packen derweil die Fundstücke in Gips, damit sie für den Transport ins Labor geschützt sind. Diese Felsen sind aus dem Jura, also etwa 200 Millionen Jahre alt. Das hier sind die Knochen eines Sauropoden. Ein Beinknochen. Er ragt ein Stück aus dem Felsen heraus. Dieser Dinosaurier ist hier gestorben. Sand und Sedimente haben seinen Körper bedeckt. Wenn wir hier graben, könnten wir vielleicht das gesamte Skelett finden. Unter uns ist Gestein aus der Trias. Da finden wir alle möglichen Tierarten. Im Gestein aus dem Jura finden wir praktisch nur Fossilien von Dinosauriern. Direkt nach dem Massenaussterben sind sie noch klein, aber schon bald entwickeln sie sich zu enormer Größe. Nach wenigen Millionen Jahren gibt es Tiere, die doppelt so groß sind wie heutige Elefanten. In der Trias kann jeder mitspielen, aber im Jura sind die Dinosaurier die großen Gewinner. Okay, slowly, gently. One, two, three. Guys, okay? Hey, guys. Hey, just in time. Habt ihr ihn rausbekommen? Und er ist unbeschädigt? Wir haben nichts kaputt gemacht. Ist die Schutzhülle dick genug?
Okay. Wir hatten schon mal ein größeres Exemplar. Bereit? Auf drei. Vorsicht davor. Die meisten Fossilien, die in den vergangenen 100 Jahren in Südafrika gefunden wurden, lagern in der Witwatersrand-Universität in Johannesburg. Eine beeindruckende Sammlung, die die enorme Artenvielfalt des Jura widerspiegelt. Hey, Timmy. Hey, Jonah. Can you help me with this thing? Awesome. So, this is von der Grabungsstätte Hilbar. Ich hatte dir davon erzählt. Es stammt aus der Zeit des Massensterbens zwischen Trias und Jura. Ich hoffe, dass es Aufschlüsse erlaubt über das Massensterben. Das Fossil ist hier etwas zersplittert. Es ist ringförmig und flacht hier etwas ab. Okay, aber das wird eine Weile dauern. Das heißt? 1 bis 2 Monate. Das ist okay, danke. Cheers. Diese Fossilien hier, das sind Knochen von Ledumahadi Mufabe, einem riesigen Dinosaurier aus Südafrika, der vor 200 Millionen Jahren im Jura lebte. Das ist sein Fußknochen. Wir haben hier das einzige bekannte Exemplar von Ledumahadi. Dabei wird seit über 150 Jahren in Südafrika nach Dinosauriern gesucht. Ledumahadi Mufabe bedeutet in der südafrikanischen Sprache Sesotho großer Donnerschlag im Morgengrauen. Wir wissen durch die Knochenanalyse, dass dieses Tier 12 Tonnen wog. Das ist erstaunlich, dass der Dinosaurier kurz nach dem Massenaussterben der Trias sich erholen und solche Größen erreichen konnte. Er lief auf allen vier Beinen wie ein Elefant, aber seine Erscheinung war viel beeindruckender. Es handelt sich um einen Sauropoden mit langem Hals und winzigem Kopf. Sein riesiger Körper war wie ein Speicher für seine Nahrung. Er verschlang einfach alles. Ein solches Tier profitierte enorm von den neuen Lebensräumen am Ende des Massenaussterbens. Die Hochzeit der Dinosaurier begann vor etwa 200 Millionen Jahren. Sie besetzten nahezu alle frei gewordenen Nischen des Ökosystems. Von den großen Pflanzenfressern bis hin zu den kleinen Fleischfressern. Sie übernahmen und beherrschten die Erde für die nächsten 150 Millionen Jahre. War das Leben am Ende des Perm fast vollständig ausgelöscht? Immerhin gilt das Massenaussterben an der Perm-Trias-Grenze als das größte der 5 Massensterben. So zeigt es sich nun in beeindruckender neuer Vielfalt. Erstmals erscheinen Pflanzen mit Blüten. Mit ihnen kommen die bestäubenden Insekten. Ein fruchtbarer Kreislauf, der auch auf die Tierwelt einen großen Einfluss hat. Die üppige Vegetation lässt die Pflanzenfresser gedeihen und mit ihnen die Fleischfresser, denn auch ihre Suche nach Nahrung wird einfacher. Es gibt ja genügend Beutetiere. Eine funktionierende Nahrungskette, an deren oberem Ende die riesigen Saurier stehen. Diese gigantischen Sauropoden sind die größten Landtiere, die jemals gelebt haben.
Sie konnten 30 Meter lang werden, 6 Meter hoch, und sie wogen bis zu 88 Tonnen. Beeindruckende Tiere. Die Kreidezeit ist das Zeitalter der Maßlosigkeit. Der Kiefer des Tyrannosaurus Rex entwickelt so viel Kraft, dass er die Knochen seiner Beute zermalmt und sie komplett verschlingt. Auch die Lüfte werden von riesigen Tieren beherrscht, von Flugsauriern mit Flügelspannweite bis zu 12 Metern. Giganten auch in den Meeren. Allen voran der Plesiosaurier, ein furchteinflößender Räuber. Forscher gehen davon aus, dass er um die 20 Meter lang war, mit einem stark verlängerten Hals und einem relativ kleinen Kopf. Oder der Mosasaurus, ein bis zu 18 Meter langes Reptil. Millionen Jahre lang beherrschen die Dinosaurier die Erde. Das heißt, während zweier geologischer Perioden, dem Jura und der Kreidezeit. Unsere heutigen Vögel sind die einzigen Nachkommen der Tierwelt aus dieser Zeit. Aber was löschte die mächtigen Dinosaurier aus? Was beendete ihre Herrschaft? Nach der Kreidezeit beginnt die Welt des Paläozäns, unserer heutigen, immer ähnlicher zu werden. Aber Indien, das noch nicht mit dem asiatischen Kontinent verbunden ist, erlebt eine Zeit intensiver Vulkantätigkeit. Ähnlich der in Sibirien zur Zeit der Perm-Trias-Grenze. In Indien entsteht der sogenannte Deccan-Trapp, erzeugt von Vulkanausbrüchen, die sich über mehrere Jahrtausende erstrecken. Stattgefunden haben sie vor etwa 65 Millionen Jahren. Zu dieser Zeit verschwanden auch die Dinosaurier. Noch bis in die 1980er Jahre sieht die Wissenschaft in den Vulkanausbrüchen in Indien den Grund für das Ende der Dinosaurier. Bis eine neue Hypothese für Aufsehen sorgt. Eine außerirdische Ursache soll der Grund für das Ende der legendären Tiere sein. In 1980 kam jemand mit der verrückten Idee, ein Asteroid habe die Erde getroffen und damit das Ende der Dinosaurier bewirkt. Wir dachten alle, welch ein Unsinn. Als wären kleine grüne Männchen auf der Erde gelandet und hätten die Dinosaurier mitgenommen. Ein Asteroideneinschlag, für uns war das ein Witz. Ein paar Wissenschaftler allerdings schenken der Idee Glauben. Kanadische Badlands, östlich von Calgary. Seit Jahren sucht hier der Paläontologe François Terrien nach Fossilien. In diesem Tal, das der Red Deer River durchzieht, haben Forscher tausende Dinosaurier-Skelette gefunden. Und eine der Sedimentsschichten, die Terrien untersucht, erzählt eine ganz besondere Geschichte. Diese lachsfarbene Schicht hier markiert das Ende der Dinosaurier-Ära und den Beginn der Zeit der Säugetiere. Geologen und Paläontologen finden in diesem Gestein viele Hinweise auf einen Meteoriteneinschlag vor 66 Millionen Jahren.
Ganz unten Pollen der letzten Kreidezeitpflanzen, gefolgt von Iridium, einem in der Erdkruste nur in Spuren, in Meteoriten aber reichlich vorhandenem Element. Diese Schicht ist zwischen 1 und 3 Zentimetern dick. Und darüber liegt der Staub, der sich in den 10 Jahren nach dem Meteoriteneinschlag aus der Atmosphäre abgelagert hat. Diese Linie markiert das Aussterben der Dinosaurier. Dennoch sind auch am Ende des 20. Jahrhunderts noch nicht alle Wissenschaftler von der Asteroidentheorie überzeugt. Sie vermissen einen sichtbaren Beweis, den Krater, den ein solcher Einschlag hätte hinterlassen müssen. Sie machen sich auf die Suche. Jeder Krater wird genau untersucht und datiert. Aber keiner passt zeitlich zum Aussterben der Dinosaurier. Doch dann spielt der Zufall in die Hände zweier Geologen eines Erdölkonzerns. Sie entdecken auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan einen riesigen Krater. Sein Durchmesser beträgt 177 Kilometer. Sein Alter 66 Millionen Jahre. Die Theorie einer verheerenden Apokalypse nimmt Gestalt an. Stellen Sie sich vor, Sie sind vor 66 Millionen Jahren auf der Erde, spazieren in einem wunderschönen Wald, ein Triceratops grast neben Ihnen und Ihre einzige Sorge ist, nicht ausgerechnet einem Tyrannosaurus Rex zu begegnen. Ansonsten ist alles gut, das Leben ist schön, die Bäume blühen. Dann ein heller Strahl und zack, Sie sind tot. Der Asteroideneinschlag war im Gegensatz zu den vorangegangenen Massenaussterben global und augenblicklich. Der Asteroid durchschlug die Erdatmosphäre in 1 oder 2 Sekunden. Der Asteroid ist natürlich weg, verdampft. Es bleibt nur geschmolzener Stein. Der Staub wird durch das Loch in der Atmosphäre bis in die Umlaufbahn der Erde geschleudert. Von dort gelangt er zurück in die Atmosphäre und auf den Erdboden. Die gewaltige Hitze, die beim Einschlag entsteht, führt überall zu Bränden. Egal wo auf der Erde man sich befindet, man ist betroffen. In Nordamerika sofort, gleich nach dem Einschlag. Der Rauch, die Asche verdunkeln die Sonne. Sind Sie eine Pflanze, ist Schluss mit Photosynthese. Sind Sie ein großes Tier und haben die anfängliche Katastrophe überlebt, dann finden Sie wahrscheinlich bald kein Futter mehr. Sie sterben vermutlich schon im ersten Winter. Der Meteorit löst ein Erdbeben und einen Riesen-Tsunami aus. Gesteinsbrocken vom Aufprall stürzen hunderte von Kilometern weit auf die Erde. Das Ökosystem der Meere ist zerstört. Über Monate bildet sich kein Phytoplankton. In der Folge gibt es bald auch kein tierisches Plankton mehr. Die Nahrungskette ist unterbrochen. Drei Viertel aller Arten verschwinden. Darunter alle großen Dinosaurier. Keiner schafft es, die verheerende Naturkatastrophe zu überleben. Wer nicht direkt stirbt, verhungert irgendwann. Die kanadischen Badlands sind wie ein riesiger Friedhof. Der Boden ist voller Dinosaurierfossilien. Die Knochen, die François Terrien und das Team hier ausgraben,
stammen wahrscheinlich von einem Hypacrosaurus. Er gehört zur Familie der Saurier mit Entenschnabel. Bei jeder Grabung finden die Wissenschaftler Fossilien aus der artenreichen Zeit, in der die Dinosaurier die Welt beherrschten. Hätten die Dinosaurier das Massenaussterben vor 66 Millionen Jahren überlebt, hätten sie sicher noch weitere Millionen Jahre die Erde regiert. Die Säugetiere hätten es schwer gehabt, sich weiterzuentwickeln. Am Ende der Kreidezeit waren sie alle noch sehr klein. Klar, dass sich große Raubtiere wie der T-Rex nicht von solchen Winzlingen hätten ernähren können. Als die Dinosaurier ausstarben, besetzten die Säugetiere die frei gewordenen ökologischen Nischen. Alberta im Westen Kanadas. Das Royal Tyrrell Museum beherbergt eine der bedeutendsten Fossiliensammlungen der Welt. Zu den Ausstellungsobjekten gehört auch das Skelett eines Tyrannosaurus Rex. Die Wissenschaftler des Museums untersuchen aber nicht nur Dinosaurierfunde. Sie forschen auch über die Tiere, die danach leben. Craig Scott, Direktor der Forschungsabteilung, ist Experte für Säugetiere des Paläozäns. Hauptsächlich bin ich Paläozahnarzt, denn meistens untersuche ich Zähne. Die Säugetierfossilien, die wir hier einlagern, sind zum großen Teil Zähne. Manchmal auch ein Stück vom Kiefer oder Schädel. Aber von Säugetieren dieses Alters oder älter finden wir nur Zähne. An der Form und Beschaffenheit dieser Zähne hier sehe ich, dass das Tier wohl recht feste Nahrung fraß, vielleicht Insekten mit hartem Panzer. Oder Schalentiere, wie Schnecken mit Haus oder Krabben. Außerdem ähneln diese Zähne denen heutiger Tiere, denen eines Igels oder einer Spitzmaus. Die Säugetiere, die das fünfte Massenaussterben überleben, haben etwa die Größe von Ratten. Doch sie entwickeln sich schnell weiter, wie die Fossilienfunde von Craig Scott zeigen. Es entstehen immer mehr und immer größere Arten, die von den frei gewordenen ökologischen Nischen profitieren. Der Schädel stammt von einem Tier aus der Gruppe der Pantodonta. Das waren große Nilpferd-ähnliche Pflanzenfresser. Sie lebten zwischen Paläozän und Eozän. Die Pantodonta gehören zu den größten Säugetieren des Paläozäns. Manche erreichten die Maße einer großen Kuh. Solche großen Eckzähne wie hier sind eigentlich typisch für Fleischfresser, aber sie ernährten sich wirklich von Pflanzen. Die Backenzähne zeigen eine große Kaufläche mit scharfen Höckern. Das spricht für pflanzliche Nahrung. Innerhalb von 15 oder 20 Millionen Jahren entwickelten sich die Säugetiere von Kaninchengröße bis hin zu den Maßen eines heutigen Nilpferdes. Das ist ein ziemlicher Sprung. Noch einmal 10 Millionen Jahre später hatten sie schon die Größe eines Elefanten oder Nashorns erreicht. Die großen Massenaussterben sind wie Revolutionen in der Geschichte des Lebens. Ganz ausgelöscht wird es nie. Und doch gibt es 5 Neuanfänge. Und die Umbrüche sind jedes Mal so tiefgreifend, dass mit ihnen eine neue Ära beginnt. Es entwickeln sich neue Arten.
Es entstehen neue Welten. Wieder gibt es unzählige neue Linien, Äste und Verzweigungen im Modell vom Baum des Lebens. Nach dem Ende des Dunkleosteus ist der Hai bis heute das größte Raubtier der Meere. Auch gibt es bis heute einige Krinoiden, das sind Seelilien und Haarsterne. Inzwischen haben sie gelernt, sich fortzubewegen. Und es gibt mehr Seeigelarten als je zuvor. An Land besetzen Säugetiere heute alle Lebensräume. Ihre gemeinsamen Vorfahren sind die wenigen kleinen Arten, die das letzte große Sterben überlebt haben. Manche von ihnen kehren sogar ins Meer zurück. Und auch hier bringt die Evolution viele neue Formen hervor. Tiere, die an die unterschiedlichsten Temperaturen und Lebensräume angepasst sind. 65 Millionen Jahre nach der letzten Massenauslöschung ist die Erde mit einer ähnlichen Artenvielfalt, mit einer ähnlichen Fülle an Leben gesegnet wie zuvor. Es ist wie das sechste irdische Paradies. Und dann kommt der Tag, an dem sich ein Exemplar aus der Gattung der Primaten auf die Hinterbeine stellt. Der Mensch ist nach dem Dinosaurier das nächste Lebewesen, das die Erde beherrscht. Manche Abstammungslinien, die in der Vergangenheit wichtig waren, sind nach dem Massenaussterben verschwunden. Heute haben wir Menschen, Bäume, Wale, Fische, Vögel und Primaten. Verfolgt man ihre individuelle Abstammung zurück, stößt man immer auf den Augenblick, an dem es gut lief für sie. Als ihre Vorfahren ein großes Massenaussterben überlebten und sich neue Arten entwickelten. So gesehen sind wir alle Überlebende. Der Mensch weiß um die Zerbrechlichkeit der Erde. Er versucht, seinen Planeten zu verstehen. Er überwacht die Ökosysteme, denn er weiß, dass er von ihnen abhängig ist. Er sucht den Himmel ab und verfolgt die Flugbahnen gefährlich naher Asteroiden. Vielleicht wird es ihm eines Tages gelingen, sie von der Erde wegzulenken. Ein erneutes Massenaussterben könnte aber auch eine ganz andere Ursache haben. Das Erschreckende daran ist, die Bedrohung kommt nicht von außen. Sie ist gewissermaßen vom Menschen selbst gemacht. Wir sind in einer Biodiversitätskrise, deren Geschwindigkeit die Erde seit Millionen von Jahren nicht mehr erlebt hat. Alarmierend ist, dass wir das, was gerade geschieht, erst dann als Massenaussterben bewerten können, wenn es passiert und längst zu spät ist. Alle bisherigen Krisen hatten natürliche Ursachen. Vulkanismus, Klimawandel, Meteoriten. Die aktuelle Krise ist von Menschenhand gemacht und ist daher viel unvorhersehbarer. Nach jedem Massenaussterben übernehmen ein oder zwei Spezies die Herrschaft, so wie heute. Der Mensch lebt auf Kosten aller anderen Tiere auf dem Planeten.
Die aktuelle Krise schreitet rasant voran. Viel, viel schneller als alles, was wir jemals erlebt haben. Der Mensch zerstört seinen Planeten in einem absolut phänomenalen Tempo. Wir sehen dabei zu, wie Arten verschwinden. Pflanzen, Moose, Vögel, Fische, Bienen. Die Liste wird länger. Weil wir nicht verstehen, dass wir in Verbindung mit all diesen Organismen stehen, führt das möglicherweise dazu, dass der Mensch selbst verschwindet. Ob wir zu den Überlebenden gehören würden, da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Aber das Leben ginge weiter, in anderen Formen. Was auch immer geschieht, das Leben auf der Erde wird sich erholen und es wird nur ein paar Millionen Jahre dafür benötigen. Aber wer im nächsten Kapitel dieses Planeten eine Rolle spielen wird, weiß keiner. Geologen und Paläontologen entschlüsseln die Geschichte der Erde anhand von Steinen und Gesteinsschichten. Sie verstehen die Vergangenheit, aber die Zukunft vorauszusagen, das ist nicht ihr Metier. Sie sind keine Wahrsager. Was wir aber seit einer Weile beobachten, ist eine Umweltkrise, eine große Krise der Artenvielfalt, und sie ist menschengemacht. Der Mensch mutet seinem Planeten sehr viel zu. Die Schäden sind nicht zu übersehen. Dennoch, wenn wir reagieren, und damit meine ich nicht nur ein Bewusstsein entwickeln, sondern aktiv handeln, dann können wir vielleicht den Schaden begrenzen.